Ja, Herr Hoxton. Ich habe jetzt den Bagger hier und ich bringe den Bagger weg und Sie sind mit den Rohren beschäftigt. Ja, ich lege die Rohre hier rein. Sie können aber auch schon eben, wenn Sie einmal hier sind, den Kran abholen lassen. Ah, okay, ich weiß ja nicht, ob das mal eben den brauchen. Brauchen wir den nicht noch? Obwohl, warten Sie mal. Wir bräuchten den höchstens um. Dann warten Sie mal, das mache ich mal eben. Ich stelle den mal eben da drauf, sobald Sie die Röhrchen da weg haben. Ehe das da auch noch Schwierigkeiten gibt. Ja, Freunde, wir haben das Gebäude fast fertig und bald ist das Geld zusammen, um uns das schöne Teilchen zu kaufen, was ich unbedingt haben möchte für unsere Firma. Naja, Herr Ochsen möchte das auch haben. Hören Sie auf. Und mich geht's doch hier gar nicht. Doch. So, erste Röhrchen liegt. Super gemacht, Herr Ochsen, super. Ja, den Betonkessel, den nehme ich gleich auch noch auf. Hier, den packen wir dann hier drauf. Naja, ich komme jetzt schon zu Ihnen mit dem Betonkessel. Wie, Sie kommen noch zu mir? Na, wir müssen doch noch was holen. Ach so, die Eisensetzlinge. Ja gut, dann stelle ich den erstmal nochmal hier ab. Weil der Kran kann weg eigentlich, weil das können wir ja immer noch mit dem Kran hier aufmachen. Ja, ne? Ist okay. Also sage ich jetzt mal so. Ja, ja, haben Sie recht. Dann kann ich den hier abbauen. Ja, absolut, der kann weg. Alles klar, dann mache ich das mal. Dann sage ich dem Hub Bescheid. Ja, der kann ihn abholen lassen. Der soll. Ja. Okay, Hub war gerade da, hat den mitgenommen. Und ich fahre den Bagger dann auch zum Firmengelände. Ja. Ist das okay? Gut. Ja, Ladung ist aber fest. Scheiße, wie soll ich denn hier wegkommen? Hier stehen die ganzen. Da fahren sie geradeaus. Jo, bis gleich. Heieiei, Freunde. Hier ist richtig was los. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ding hier überhaupt nach Hause kriegen. Ist ja nicht gerade klein und ihr habt. Das ist ein ganz schön großer Wendekreis, ist den der Wagen braucht. Und man sollte vorsichtig fahren. Aber ich habe den hingekriegt, dann kriegen wir noch dazu. Nehmen wir den einfachsten Weg, nicht durch die Stadt hier durch. Okay, wir haben den Bereich auch fertig. Aha. Millionär. Ich habe 1 Million auf dem Konto. Ja, super. Jetzt brauchen wir noch die Eimsitzlinge. Dann sind wir fast fertig, Freunde. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich hätte das ja nicht geschafft ohne unsere Nummer 1, den Herrn Hoxton. Weil nur mit ihm habe ich natürlich diesen Erfolg hier geschafft. Seiner unermüdlichen Art und Weise hier ranzuklotzen, bis in die Nachtstunden zu schaufeln, muss man wirklich sagen. Und nicht zu erwähnen, auch Herr Wilhelm hat da seinen Teil beigetragen. Allerdings so, dass ich das Geld gerade durch seinen Krankenschein erstmal wieder zurück. So, jetzt fahren wir noch hier rein. Und ins Firmengelände, ins Gehäuse. Aufs Firmengelände. Thank you.
So, dann komme ich jetzt mal zurück und gehe mal. Na, wo gehe ich denn hin? Ha, wo gehe ich denn hin? In den Pritschenwagen. Hallo, Herr Hoxton. Ich bin wieder da. Ist das Garten? Ja, ist der Gartenhandel. Da fahren wir jetzt eben hin. Was denn? Zum Gartenhandel. Ach so. Ja, gut, ich stütze bei Ihnen. Okay, dann mal los. Garalleuchten aus. Was brauchen wir denn? Drei Eibensetzlinge? Ja. Und ich habe auch gerade geguckt, dann werde ich hier mit dem Kran von da aus abladen. Ah, okay. Da hinten müssen sie hin, ja. Ach so, Sie meinen jetzt von der Straße aus? Ja, aber geht ja nicht anders. Weil der Kran ist ja jetzt weg. Naja, richtig, richtig. Den hat der Hab. Wie fahren Sie hier eins? Guck dich doch mal an. Ja. Vorfahrt, ne? Ja. Haben Sie gesehen? Hier gibt's ein Sägewerk. Naja. Ich hab ja gehofft, dass es hier auch ein Gartencenter in der Stadt gibt, aber gibt es nicht. Nee, leider nicht, Herr Hoxton. Dann müssen wir immer wieder über die Brücke. Die Brücke. Über die Brücke musst du gehen. 7 wertvolle Jahre überstehen. Überstehen. Dein Haus hier am Auge gebaut hier. Ja, habe ich auch schon den Zuschauern erzählt, was wir hier alles gebaut haben in dieser Stadt schon, ne? Oh, das war die Maria. Die haben sie gerade querfeldein überfahren. Nein, ich habe mich gerade auch bei Ihnen bedankt, weil ich habe meine erste Million erwirtschaftet hier. Ich habe gerade eine Auszeichnung für meine Millionen gekriegt, die ich auf dem Konto habe. Und da habe ich halt nur gesagt, dass das ohne ihr ermüdliches Schaffen und ihren Fleißtum nicht zu schaffen gewesen wäre. Genauso wie ich aber auch Herrn Willem da erwähnen muss. Aber der sich das Geld ja jetzt durch seinen Krankenschein praktisch wieder zurückholt. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Muss ich leider so sagen, weil so sieht's aus, ne, Herr Hoxton? Ja, alles nicht so leicht. Gutes Personal zu finden ist nicht leicht. Das stimmt wohl. Sind Sie und hier, da ist Ihr Freund. Der war nicht da, der, ja. Der hat hier wieder eine Kantine gesessen. Ach ja, immer das Gleiche. Ich habe auch schon vor ein paar Folgen mal gesagt, dass es mal schön wäre, einen neuen Bausimulator für den PC zu bekommen. Das stimmt. Aber Ihr Freund heißt auch, wird auch genannt Frikadelle, ja, ne? Ja, das stimmt. Ah, deshalb kannte ich ihn. Der heißt eigentlich, normalerweise heißt er Frikandel, aber... Achso, ja. Frikandel, die Frikadelle. So, Chefin, ich kaufe mal eben. Genau. Hey Susi, grüß dich. Wir brauchen wieder was. Ja, wir bräuchten 3 Eibensetzlinge. Eibensetzlinge, nicht? 3? Ich guck mal eben. Ja. Sind wir hier richtig? Doch, sind wir. 3 Eibensetzlinge brauchen wir. Und wir bräuchten 3-mal Rollrasen. Alles klar. Ui! Ah, schon da. Ja, holla, Herzchen. Da haben die dann aber schön weit weggestellt, ey. Die Susi hat sich alle Mühe gegeben. Oh, Susi. Oh, Susi. Kennen Sie sie auch, was? Oder was? Soll ich sie mal miteinander bekannt machen? Ja, ich hatte schon was für mich. Ach so. Was hoppeln Sie da so? Lassen Sie mich doch hoppeln. Hoppeln oder sonst nicht. Irgendwie klappt das hier nicht. Sie sind ja auch am Huppeln im Boden. Fahren Sie mal wieder Ihren Arm ein. Komm, erzähl ich was von Susi. Geht Ihr Arm hier so raus? Ja. Was ist hier los? Das ist nur mein Arm, ist nicht meine Hand. Und wieder da reißt, ey. Ist ja richtig gierig auf. Auf die Susi. Auf die Susi.
Oh, Susie, we run out of time. Oh, Susie, say what's on your mind. We were much too young. Genau. Ja, kriegen wir das denn alles beim ersten Mal mit oder muss ich auch noch mit dem LKW kommen? Ja, ich denke mal, das kriegen wir wohl hin, oder? Also, das ist ja wohl das kleinste Problem, den ganzen Kram hier zu verpacken. Die Kram? Ich kann ja schon mal so ein neues Auto kaufen. Oder wollen Sie da? Ja, da bin ich doch bei. Ah, verstehe. Den großen nehmen wir, ne? Wir nehmen natürlich den großen. Ah, immer den größten. Ruckel! Ruckel, Ruckel! Warum ruckelt er so? Lassen Sie mich ruckeln! Warum ruckeln Sie so, Herr Hoxton? Sind ein kleiner Ruckler. Das hat doch schon hier den Zuschauern mal gesagt hier. Wenn Sie die eine Folge, ist ja schon länger her. Bevor sie die hier sehen, da wird die Gamescom schon lange vorbei sein. Dass ich bis jetzt nichts davon mitgekriegt habe, ob irgendwelche neue Spielchen kommen. Also nichts Vernünftiges bis jetzt. Haben Sie was davon mitgekriegt? Ja, das stimmt. Das aber stimmt. Der Bausimulator wäre interessant. Ja, das wäre super gewesen. Aber leider. No. Gibt es die nicht. Weil ich nicht verstehen kann. Ja. Weil eigentlich wäre das schön gewesen, mal einen neuen Bausimulator zu haben. Das stimmt. Weil der wird ja immer noch gespielt, ne? Ja, ja, wir haben jetzt erstmal die erste Million, Herr Obst. Ja. Die harten Sachen, die kommen ja jetzt erst noch. Hm. So, sehen Sie? Das ist das Erste, was wir jetzt hier draufgepackt haben. Das Krankenhaus müssen wir. Krankenhaus, Hochhäuser müssen wir da bauen. Echt? Die gibt's ja, klar. Auch. Skyscraper. Genau, die großen Dinger. Dann wird noch gebaut Windkraftwerke. Oh, das hört sehr gut an. Dafür brauchen wir ja den großen Kran. Dafür machen wir dann ja alles. Hey, was ist los? Wir haben noch nicht so lange auf dem Kran gesessen. Ja, das war schon ein bisschen windig da oben. Ich glaube auch, Herr Hoxton. Hätte mir vielleicht was anziehen sollen da oben. Oh mein Gott. Nackt-Kran. Es gibt Nackt-Schnackern und es gibt Nackt-Kran-Fahrer. Ich war wahrscheinlich der Nackt-Kran-Fahrer wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich stelle mir das gerade bildlich vor. Bitte nicht, Herr Hoxton, bitte nicht. Ich sag dem Harper, er muss den Kran desinfizieren. Ich hab doch ein bisschen, muss ich sagen. Nein, sag. Schluss jetzt! Hat Spaß gemacht, ja. Schluss jetzt, das will keiner von den Zuschauern. In luftiger Höhe. Herr Hoxton, ich bitte Sie. War schon Herr Hoxton. Herr in Hoxton, luftiger bitte. Höhe war den. Auf 300, Lollig und Bollig. Gucken Sie mal lieber, dass Sie die Sache da ordentlich hier. Lollig. Verstauen, Lollig hallo? Lollig und... Ja, kennst du die beiden? Lollig und Bollig? Okay, das sieht gut aus. Lollig und Bollig, ja, zum Grüßen. Waren, ja, Lollig. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich hab ganz Verständnis für Sie. Glaube ich nicht, aber... Susi, Susi, komm mal hier bitte. Du kennst doch mal Lollig. Was? Oh Gott, Hilfe! Ich fand den auch toll. So dieses Video noch auf 18 setzen oder so. Mann, oh, Mann. Bin ich jetzt nicht. Ja, guck mal, wie schön er den rüberhebt. Habt ihr das gesehen? Wie schön synchron er zum Boden langsame Bewegungen ausführt. Nicht stoßweise, sondern langsam. Oh, das war... Der war aber. Hätten Sie mal nicht sagen sollen. Der war aber fast auf der Chefin gelandet, ja.
Ja, Wolleck und Lolleck. Kennen sie gar nicht, ne? Doch klar kenne ich die Strichmännchen. Wolleck und Lolleck. Oh, der so, letzte? Ja, genau. Und dann haben wir den Bau geschafft? Nee. Nee. Haben wir noch nicht. Wir müssen halt nur ausladen. Da müssen sie erstmal hinkommen. Bitte schnell jetzt gleich. Ohne in die Grube zu fallen. Außerdem ist die Folge dann immer noch schon zu Ende, weil das dauert noch. Da. Ja, Freunde. Da habt ihr mal einen Mammutprojekt gesehen. Hat lange gedauert. Ja, viel Action haben wir gehabt. Ein Kübel, der nicht wollte, wie er sollte. Absolut, der Zuckerkübel. Ja, der Zuckerkübel. Also, was das wieder war, das weiß ich aber allerdings auch nicht. Ah. So. So, dann fest dich mal an. Bin ich. Ja, hab ich. Dann machen sie mal die Spindwände hoch und die. Ja, dann lassen sie uns mal den Bocken bucken. Vom Bocken runterbocken. Susi, bis nächste Mal. Susi, ruf mich an. Nein, sie nicht. Die Susi, die ist sehr sensibel, also hören Sie auf. Meine, die Pflanzen da hinten zucken schon wieder rum. Bei Ihnen zuckt so einiges rum, los fahren Sie jetzt. Verstehe ich jetzt auch nicht, oder? Los jetzt. Egal, ich fahre jetzt mal los. Und fahren Sie gleich schön links raus, ne? Nicht rechts wieder, das dauert mir immer zu lange. Ich fahre so, wie das Navi mir das anzeigt. So, das Navi. So. Auf der Autobahn. Wieder ich auf bin der wieder Autobahn. Auf der Autobahn. Wie geht's weiter? Und dann sehe ich den Herrn Hoxton fahren. Oh. Dann denke ich mir, oh oh. Auf der Autobahn, oh oh. Nicht die Begrenzungspfeile erzählen, da fährt uns ein Auto vor. Sag mal, haben Sie mich schon angesteckt? Womit denn? Ja, ich habe auch so einen Katzen. Ja, kann ich sein. Oh, was ist jetzt los? Oh, der LKW, der zuckt aber ohne Ende hier. Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell in ein anderes Auto. Was haben wir denn noch da stehen? Wir haben Synchronisationsprobleme, glaube ich. Ich gehe mal ganz kurz, weil der Hoxton, der hüpft da rum. So, mal gucken, ob ich wieder zurückhüpfen kann. Ah, jetzt geht's wieder. Der hat da gerade gehüpft, ne? Das glauben sie nicht. Das sehen sie ja dann bei der Aufnahme. Hören Sie mich? Ja, noch? Sicher. Gut. Hüpfendes Auto war das, aber extrem hüpfend. Wir sind so rein und raus gehüpft, das sah lustig aus. Oh! So, genau so war das. Jetzt hüpft er auch wieder so hier. Oh, ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein, Herr Hoxton! Ich hüpf mal ganz schnell. Alter, dreht sie doch, warte, alles gut. Gott. Hey, was macht ihr da? Ich kann mir das nicht mit angucken, Leute. Unsere letzte Ladung. Warum liegt ihr auf der Seite? Oh nein. Machen Sie mal zurück. Mach ich doch. Oh nein. Wir drehen die ganze Zeit. Oh nein. Ah, jetzt ist alles gut. Herr Hoxton. Oh. Gott. Gut, dass ich mir das jetzt nicht angeguckt habe. Freunde, und wenn ihr das sehen wollt, da müsste bei Herrn Hoxton auf die Seite gehen. Da könnt ihr das dann sehen. Jetzt habe ich Werbung für Ihre Seite gemacht. Ja, verlange ich doch wohl auch mal. Jawohl, ja. Oh mein Gott. Also hier erlebt man wirklich was. Mit diesem Bau. Also abladen machen wir aber jetzt noch. Ne? Machen wir über Länge, oder? Ja, von mir aus. Warum steht die Ampel hier? Ich weiß nicht, aber das wird alles länger als. Weil eigentlich ist das ja schon ein Hochhaus, was wir da gebaut haben, ne? Ja, ja, eigentlich schon, ne? So, jetzt muss ich da hinten abladen. 2, 4, 6, 8, 8,
Parteien, ja. Und sie haben gesagt, da kommt man ran, ja? Da hoffe ich. Ah, fahren Sie nicht zu weit. Okay. Hoffe, dass das hier geht. Naja, da kommen sie gar nicht mehr durch. Okay. Machen Sie bitte mal, die Ladung losen. Ich lose mal eben die Ladung. So, ich hab gelost. Sie dann laden wir mal ab. Mein Gott. Jo. Ich hoffe, das passt so von hier oben. Ja, ich hoffe es auch. Jetzt muss ich doch noch den Kran kaufen. Das kostet aber dann eine Menge Geld. Was muss zuerst abgeladen werden? Der Rollrasen oder die Eiblinge? Die Eiblinge zuerst. Okay, dann haben wir das doch richtig aufgeladen. Okay, dann machen wir das mal. Bitte drum. Ich bin gespannt, ob das überhaupt klappt. Was? Ja, sicher wird das. Na, so weit runter geht ja auch nicht. Ja, runter schon, aber der ist lang. Der passt schon. Ich dachte, sie haben das ausprobiert, Herr Hoxton. Sie haben gesagt, sie haben es getestet. Ich hab gar nichts getestet. Ja, gucken Sie mal, wie weit der geht. Und der geht noch viel, viel weiter. Ah, verstehen Sie? Das war's. Weiter geht nicht. Ja, passt doch. Wir sind doch schon mittendrin. Ich bin ja nicht mitten. Nicht so weit außen, da sind sie außerhalb. Nein, ich bin doch drin. Okay, ja, er hat das schon gezählt. Lassen Sie ab. Jetzt noch zwei. Ja, Freunde, jetzt liegt's an dem Herrn Hoxton, wie schnell diese Folge zu Ende geht. Gibt da Gas, seht ihr das? Ich will ja auffällig werden, ne? Ja, sie möchten auch die Millionen haben. Ich ne? ja nicht. Abwarten. Eins, was ich kriege, das sind vielleicht, wenn ich Glück habe, 500.000. Abwarten. Oh. Von runter. Jawohl, hat er schon gezählt. Der zählt immer sehr früh. Ne? Ja, früh. Früh. Gucken wir mal den Spitzenherrn Hoxton aus der Innenperspektive an. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Ich kann gar nicht sehen, wenn der Herr Hoxton am Schwitzen ist. Ja, wollen sie doch sehen, was denn? Was sind sie denn drauf? Also manchmal machen sie mir echt Sorgen. Ja, im Innern ist das Geräusch des Motors leiser. Jetzt muss ich es doch ein bisschen leiser machen. Aber sonst kann man mich nicht hören, verstehen Sie? Ganz einfache Geschichte. So, jetzt langsam runter, bis der das zählt, dann ist das schon fertig. Ja, hat er schon gezählt, können sie fallen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz sicher, dass er gezählt hat? Ja, ja, hat er. Das ist der Gesamtfortschritt, der jetzt fehlt. Das sind nur noch die Rollraisen. Die Rollraisen. Die müssen noch gebaut werden. Und dann sind wir fertig mit dem Bau. Hoffentlich kommen da nicht auch wieder so viele Satellitenschüsseln ran. Ich finde das ja irgendwie ein bisschen traurig, ne, dass der andere Bau so viele Satellitenschüsseln hat. Ich meine, ja, du weißt ja nicht, wie der gleich aussieht. Ah, hören Sie auf. Hören Sie auf, Herr Hoxton. Hat er?
1,1. Nee, na nicht mal. 1 Million und 10.000. Mal gucken, was sie gleich bekommen. Also ich habe jetzt 499.012. Ja, habe ich nicht. Dann kriegen sie jetzt 1 Euro. Ja, wahrscheinlich. Dann haben sie halt 13. Sie sind ein lustiges Kerlchen. Schon wieder ja, dieses Kerlchen. Sind halt ein Kerlchen. Also, die Chefin. Also. Lustiges Kerlchen, die Chefin. Witzig, willst du sagen. Die Chefin hat die Verantwortung. Dementsprechend wird sie höher bezahlt. Weil, wenn hier alles über den Bach geht, dann, Ich glaube, ich muss noch weiter können rein. Können Sie immer noch lächeln. Und ich weiß nicht, bitte? War schon gezählt? Okay? Nee. Jetzt hat er gezählt. Noch ein! Genau. Letzte. Jawolski. So, Freunde, das ist der letzte. Ich hoffe, dass ich den noch da irgendwo abstellen kann. Ach sicher, warum darf er noch fallen lassen? Nein, nicht jetzt so. Ich bin genau da irgendwo. Hier rüber. Wird spannend? Nee, hat er noch nicht. Hat er. Fertig, mach den Baustellenbereich frei. Pritschenwagen mit Kran. Einfach nur mit Kran einfahren. So, zurücksetzen den Kran. Jawohl, leider. Da ist er! Genug dabei gekriegt. So. 765.000 verdienen und 30.000 erfahren. Warte mal, ich muss noch eben einmal rumfahren, weil ich muss ja noch den Dienst aufladen. Ja, hinter ihm. Wie viel haben Sie denn jetzt? Ich habe jetzt 503.512. Echt doch so viel? Ja, sicher. Na gut, dann kaufe ich mal deinen großen Kran in der nächsten Folge. Aber Moment, ich muss noch eben das Ding. Wir gucken uns den Bau jetzt noch einmal an. Ja, machen wir das alles zusammen, ne? Genau, und dann lade ich das Ding noch auf, aber mache ich gleich. Oh, guck mal, die Eibensitzlinge sind auch schon. So, Moment, wir gucken uns das jetzt mal an. Ich steige mal aus. Sie mal. Ja. Dann lassen Sie uns mal gucken. So, einmal Bauabnahme. Da auch wieder Satellitenschüsseln. Wo sie hingucken. Wo sie hingucken. Unglaublich. Satellitenschüsseln. Das ist so fürchterlich. So, kommen Sie mal her hier, Herr Ochsen. Warte. Stellen Sie sich mal neben mich hier so. So, ja, so sieht die Mühle aus. Genau. Moment. Bleiben Sie doch mal stehen! Hauptsache Sie, ja? Ich dachte, Sie sind schon so schnell gewesen. Zack. Okay. So, einmal rumgucken hier. Wie sieht's so aus? Aber ja, wir kommen da gar nicht rum, ne? Doch. Nee. Doch, kommen wir. Nee. Doch. Jetzt? Aber du kommst nicht ganz hinten rum. Ja, sieht genauso aus wie der Angebaut, muss ich sagen. Ja. So, Auftrag erfüllt. Ähnlich. Jawolski. Eben schnell das Ding aufladen hier. Und das auch noch in der Folge machen. Nein, da brauchen die Leute nicht mehr. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und Telefon. Telefon. Ciao.